Was tun bei Depressionen? Die erste Frage, die vielleicht hochkommt, ist: Bin ich überhaupt depressiv? Es ist ja nicht nur einfaches Traurigsein, sondern das zieht sich ja erstmal über längere Zeit. Und es ist da auch so ein Gefühl von: Ich habe gar keine Lust. Ich sehe überhaupt keine Sachen, die mir im Leben Freude machen könnten. Es gibt natürlich jede Menge Tests, die man online machen kann, um festzustellen, ob überhaupt Depression vorliegt oder nicht. Der normale Standard Vorgehensweise ist ja, dass du halt zum Hausarzt gehst und wenn er schlimmstenfalls die Diagnose Depression feststellt, würde das eigentlich das Problem verschlimmern. Das zieht einfach eine Stigmatisierung hinter sich, wo dann in den Akten steht, bei der Krankenversicherung steht das dann nachher, bei den Arbeitsstellen würde es irgendwie halt Kompliziertheiten reinbringen. Ich coache die Leute seit 20 Jahren. Ich bin auch staatlich anerkannt als Heilpraktiker, spezialisiert für den Bereich der Psychotherapie. Aus meiner Sicht ist diese Beschreibung oder diese Benennung oder diese Be Stigmatisierung, Depression, nicht unbedingt das, was es löst. Du musst dir das manchmal vorstellen, du gehst mit aller Leidenschaft, mit aller Kraft und aller Energie sozusagen auf irgendwas zu. Es ist so wie ein Auto, der mit 200 km/h irgendwo hinfährt und irgendwie gegen eine Wand stößt. Wenn ich dagegen stöße, dann zersplittere ich in alle Richtungen. Und ich kann halt auch mein Ziel nicht mehr weiter verfolgen. Das heißt, das, was mich immer bis jetzt irgendwie fasziniert hat, kann ich nicht mehr sehen. Das ist zu schmerzhaft. Und alles andere, was ich sehe, sind so Splitter von mir in alle Richtungen. Die befriedigen mich alle aber nie so wie das, was für mich so viel bedeutet hatte. Das heißt, das Thema von Depression ist in erster Linie eine zerstreute Aufmerksamkeit auf Sachen, die so klein sind, so unbedeutend sind, dass keiner von denen mich so packt. Deswegen habe ich auch keine Lust auf nichts. Ich will auch nicht darüber mit irgendjemand sprechen und ich habe auch keine Lust, überhaupt irgendwas zu machen. Aber der Zustand ist unangenehm genug, dass ich manchmal das Gefühl habe, okay, ich sollte was verändern. Veränderung ist aber nicht in jedem Fall eine Verbesserung. Das ist zwar ein Fortschritt, weil in dem Moment weiß ich, dass ich irgendwas tun muss. Ich denke mal, deswegen hast du ja auch nach was tun bei Depression gesucht hast, wo das Tun einfach eine Rolle spielt. Damit es aber eine Verbesserung ist, diese Veränderung, sollte das Tun in irgendeiner Richtung führen, was für dich am meisten bedeutet. Das kannst du nicht finden, wenn diese Aufmerksamkeit zerstreut auf alle Bereiche ist. Das heißt, man kann natürlich gucken, okay, hier, was hat einem Spaß gemacht, was macht einem Spaß oder sowas, aber du siehst im Endeffekt das, was dir wirklich leidenschaftlich bewegt hat oder bewegen soll, nicht. Mein Ansatz ist, dass wir einfach den Moment dieses Crashes finden. Da, wo du noch Leidenschaft hattest, kurz bevor du dagegen gestoßen bist. Das, was deine Leidenschaft zerstreut hat. Weil darauf basierend ist jedes Wort, was du da halt im Leben mitbekommen hast, hat sich da drauf gestapelt. Würde dieser Crash nicht existieren, würden die Wörter der Leute, was die zu dir gesagt haben, ob deine Mutter dich geliebt hat oder nicht, einfach eine Schwingung in der Luft gewesen sein, die dein Ohr gekitzelt hat und würde dich einfach nicht so beeinflussen. Das heißt, es gab Momente in deinem Leben, die dich zerbrochen haben. Es gab Momente in deinem Leben, die lebensbedrohend waren, die irgendwas getriggert haben. Solange man das nicht findet, würden noch so viele Medikamente und noch so viele Achtsamkeitsübungen vielleicht kurzfristig helfen, aber nicht diese Tiefe erreichen und nicht wieder deine volle Leidenschaft, volle deine Emotionalität, voll deine intellektuelle Fähigkeiten zum Einsatz bringen. Ich weiß, es kann sein, dass es jetzt nicht so real ist, dass man es einfach tatsächlich glauben kann oder empfinden kann. Deswegen sind die ersten 1, 2, 3 Stunden, da bin ich auch, da gucke ich auch nicht auf die Uhr.
sind für mich sehr wichtig. Dass wir uns einfach treffen und schauen, ob wir zusammenpassen, ob die Methoden, die ich habe, uns einfach weiterbringen können. Bevor du jetzt 3 Monate auf den nächsten Psychotherapeutenplatz wartest, dass du erstmal einfach ein Vorgespräch hast, so eine Vorahnung, bist du überhaupt depressiv? Und wenn, was kann man da machen? Und wenn du nicht depressiv bist, was ist denn sonst das Gefühl, was dich stört? Auch wenn du nicht depressiv bist, gibt es ja irgendwas, warum du danach gesucht hast? Gibt es ja irgendwas, was dich dazu bewegt hat, diese Frage überhaupt zu stellen? Das muss man klären. Ich denke, dass es Hoffnung gibt. Weil ich das einfach in den letzten 20 Jahren, wie gesagt, halt immer wieder halt auch erlebt habe, dass jemand falsch als depressiv gebrandmarkt wird. Und die Probleme, die daraus entstehen, sind meistens größer. Was noch schlimmer ist, ist manchmal, irgendjemand hat eine Depression als Diagnose bekommen, hat dann Medikamente bekommen, ob das jetzt selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer sind oder halt trizyklischen Medikamente oder was auch immer, die sehr viele Nebenwirkungen haben. Und dadurch haben sie eher noch an ihrem emotionalen Potenzial verloren. Ein großes Problem ist halt auch tatsächlich, wenn du so einen Crash erlebt hast, manchmal bewirken die Medikamente einfach, dass du diesen Crash nicht mehr sehen kannst, indem sie einfach dein Sehvermögen praktisch mindern. Dadurch siehst du den Schmerz halt nicht, aber du siehst auch alles andere nicht. Und das Leben hat so viel anzubieten. Ich glaube, wenn wir diesen Crash wieder gefunden haben, die Leidenschaft, die davor war, wieder rehabilitiert haben, ist jede Menge Leidenschaft im Leben zu entdecken. Und ich habe wirklich einen Wunsch, das zu entdecken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus ein Leuchtturm wieder entsteht, der auch anderen Freude erzeugen kann. Falls du das Gefühl auch hast, lass uns mal irgendwann treffen. Wir können auch über Facebook oder Skype oder was auch immer ein Gespräch haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir was machen können. Melde dich.